einen wunderschönen, kalten, leicht verregneten, guten Wintermorgen. Ich habe meinen Bulli probiert zu einem rollenden Bibi umzubauen. Alles reingekracht. Ich habe nämlich Verrücktes vor, ich habe einen Tipp bekommen. Und das erzähle ich euch jetzt aber im Auto. Kalt hier draußen. Boah, richtig unangenehmes Sauwetter. Aber ich möchte jetzt 3 Tage raus. Wahrscheinlich sind erstmal geplant 2 Nächte, 3 Angeltage. Ein Kumpel hat mich angerufen, ganz aufgeregt, schon länger her. Und sagte zu mir, du Stefan, der Kumpel von mir ist selber kein Angler. Deswegen war er wahrscheinlich auch so aufgeregt und sagte, du Stefan, bei uns hier ist ein See am Waldrand und da gucken Stacheln raus aus dem Wasser. Stacheln von Fischen. Und ich so, hä? Ja, ich bin da rumgelaufen und im Flachwasserbereich gucken wie so Dinosaurierstacheln aus dem Wasser. Durchbrechen die Wasseroberfläche. Und es gibt ja nicht viele Fische hier bei uns in der Heimat, die Stacheln haben. Das ist einmal der Barsch und einmal der Zander. Und beim Barsch, also einen Barsch habe ich noch nie im flachen Wasser rausschauen sehen, ja, selbst beim Laichen. Also ist mir nie aufgefallen, dass irgendwo Barschstacheln aus dem Wasser schauen. Bei Zandern habe ich das schon bei mir an einem Baggersee hier im Sommer gesehen. Da an den Krautfeldern haben wir öfters mal Stacheln oben rausgeschaut von Zandern, ja, die waren da ganz im Flachen gesessen, vielleicht nach der Laich noch etwas erschöpft, ja, oder haben da Nahrung gesammelt, aber das konnte ich schon beobachten, dass Zanderstacheln die Rücken von den Stachelrittern aus dem Wasser geschaut haben. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Den Anruf habe ich bekommen irgendwann im Sommer, jetzt ist tiefster Winter bei uns, vielleicht kommt sogar noch Schnee. Momentan regnet es noch bei mir, aber ich fahre jetzt noch ein Stück Auto an das besagte Gewässer, um dort den Test zu wagen, Zander zu angeln im Winter. Ja. Ich bin ganz gespannt, wenn mein Kumpel dort die Fische gesehen hat. Kann ja sein, dass es nur 2 Stück sind, ja, die da rumgeistern. Aber manchmal kann auch an solchen spontanen Anrufen, an solchen Tipps, die man irgendwie so unverhofft bekommt, richtig was Cooles dran sein. Manchmal geht es voll in die Hose. Aber das macht die ganze Sache ja spannend. Das ist Angeln. Und ich möchte jetzt die nächsten Zeit hier aus dem Bulli raus angeln. Habe meine Liege reingebaut. Das ganze Angelzeug liegt noch da oben drauf. Das muss ich dann natürlich noch organisieren, wenn man im Bus pennt und aus dem Bus raus angelt. Ich hoffe, das funktioniert in dem Gewässer. Ansonsten habe ich hier noch einen Schirm drin und kann auch notfalls im Schirm am Ufer pennen. So, jetzt geht's aber los. Ich bin gespannt. Wir sehen uns gleich wieder an dem vermeintlichen See, wo anscheinend die Rückenstacheln von Raubfischen aus dem Wasser schauen. Ab geht's. Wir sind nach langer Suche am See angekommen. Richtig versteckt liegt er hier im Wald. Ich hoffe, dass ich am richtigen Gewässer bin. Die Beschreibungen von meinem Kumpel waren ja relativ vage. Spannend, ja. Wir können ja mal kurz ein bisschen rumlaufen. Fini, gibt's hier Zander? Fini, gibt's hier Fische? Gibt's hier Fische, wo die Stacheln aus dem Wasser gucken? Hm? Geh mal gucken. Wo sind die Fische, wo die Stacheln aus dem Wasser gucken? Fini ist auch ein bisschen perplex. Die kennt eigentlich nur Welse, ja. Stachelritter sind für sie auch neu. Hier neben dem See fließt ein kleiner Bach. Wenn im See nichts beißt, kann ich immer noch am Bach angeln. Vielleicht eine Forelle fangen. Aber nein, ich will schon dem Geheimnis jetzt auf die Spur gehen. Ich vermute ja, es handelt sich um Zander. Aber Zander in stehenden Gewässern ist definitiv keine leichte Aufgabe.
Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Im hinteren Seebereich wird der See etwas enger. Von den tiefen Verhältnissen habe ich überhaupt keine Ahnung. Das finden wir aber jetzt ganz schnell raus. Alles schön zugewachsen. Es kann schon sein, dass sich hier wirklich Raubfische versteckt halten. Ja. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was mich hier erwartet. Und ich bin heilfroh, dass das Gewässer nicht zu riesengroß ist. Da habe ich wenigstens eine Chance, in den nächsten 2 Angeltagen, die ich hier verbringen werde, mir einen Plan zu machen und vielleicht einen der geheimnisvollen Stachelritter zu fangen. Aber jetzt gilt es erstmal, ein bisschen Ordnung hier in meinem rollenden Angelzelt zu machen. Bin mega froh, dass ich mit dem Bus direkt oder fast direkt ans Wasser kam. Ich räume jetzt kurz das Chaos hier auf und dann zeige ich euch, wie ich es versuchen werde, jetzt zur Winterzeit hier einen Fisch ans Band zu bekommen. Ja, was ist denn? Ja, es wird kalt, gell? Es wird kalt. So, ich habe das Chaos im Bus einigermaßen aufgeräumt. Liege steht perfekt. Vinny, was ist denn los? Gibt's hier Stachelritter? Gibt's hier Stachelritter? Na komm, hier, komm, hopp, auf. Geh mal auf deinen Platz. Finny hier Schlafgemach vorbereitet und auch meins. Finny pennt hier unten. Hier werde ich schlafen. Zeltheizung haben wir dabei. Wird definitiv kalt. Ich habe mich jetzt auch schon mal umgezogen. Ein paar dickere Klamotten an. Ich habe 2 Spots gemacht. Einmal den Bulli. Da habe ich einen Schirm davor gestellt hier. Falls Regen oder Schnee kommt, dass ich immer schön aus- und einsteigen kann. Und einmal hier vorne am See ein Lager, auch noch einen Schirm aufgestellt mit einem Tisch und dem ganzen Tackle. Und jetzt werden wir anfangen, die Ruten ready zu machen. Es ist jetzt schon später Nachmittag. Es wird bald dunkel, damit die Ruten ins Wasser kommen. Ich habe mir einen Plan gemacht, wie ich anfangen werde, den Räubern hier auf den Zahn zu fühlen. Aber das zeige ich euch jetzt. Ihr erkennt das wahrscheinlich schon im Hintergrund. Ich werde nicht aktiv angeln auf die angeblichen Stachelritter hier, sondern passiv. Ich habe endlich mein Hechtzeug, mein Deadbait-Zeug wieder aus der Garage rausgekramt und werde versuchen, jetzt in der kalten Jahreszeit mit Köderfischen den angeblichen Räubern hier im kleinen versteckten Waldsee auf den Leib zu rücken. Es ist jetzt die perfekte Jahreszeit, um mit Köderfischen so einen Versuch zu starten. Das Wasser ist kalt, die Außentemperaturen sind kalt und die Räuber freuen sich definitiv um jeden Happen, den sie am Grund finden können. Ich habe jetzt exakt das gleiche Gerät eingepackt hier für den Test, was ich sonst zum Grundangeln, zum Deadbait-Angeln auf XXL-Hechte benutze. Bei der Präsentation des Köders werde ich auf 2 Systeme jetzt erstmal zum Anfang gehen. Auf der einen Seite werde ich einen Köder direkt am Grund mit einer Grundbleimontage präsentieren. Und die zweite Route, unsere zweite Montage, werde ich mit einem Schwimmer angeln, um auf Sicht sofort reagieren zu können, wenn sich irgendein Räuber hier an unserem Köder vergreift. Ich habe meine Grundmontage schon mal vorbereitet, damit die Ruten auch ins Wasser kommen. Ich werde euch morgen in aller Ruhe die Montage im Detail vorstellen. Ich habe ein ganz leichtes Grundblei montiert,
20 Gramm. Das reicht vollkommen in so einem kleineren stehenden Gewässer mit einem Abstandhalter, die ihr auch vom Hechtangeln kennt, damit die Schnur schön über Gewässerhindernisse, Hindernisse, die hier unter Wasser vielleicht vorhanden sind, Steine, Äste, Bäume, Muscheln, irgendwas, drüber weglaufen kann, wenn der Fisch den Köder aufnimmt. Und beim Vorfach habe ich jetzt lange mit mir gehadert, ob ich sicheren Stahl benutzen sollte, falls ein Hecht auf den Köder drauf geht, oder lieber ein relativ unauffälliges Mono, was meiner Meinung nach fürs Zanderangeln die bessere Wahl ist, weil es einfach nicht so steif unter Wasser ist. Ich habe mich jetzt für das Mono entschieden. Ich gehe das Risiko ein. Mein Kumpel hat ja am Telefon gesagt, er hatte Räuber gesehen, wo die Stachelflossen aus dem Wasser rausschauen. Das sind definitiv keine Hechte. Ich habe mir jetzt hier ein 60 cm langes 0,35er Mono gebunden auf einen Riderhaken. Der Riderhaken ist ein Haken, wo an der Seite so ein kleiner Haken noch absteht. Zeige ich euch später auch noch im Detail. Und hier werde ich jetzt meinen ersten Köder auf Grund präsentieren. Ich habe eine gute Sammlung an Ködern dabei. Alles schön kalt gehalten. Ich habe Sandaale dabei. Ich habe kleine Stinte dabei. Und ich habe fette Rotaugen dabei. Meine Ködervariation zum Deadbait-Angeln bekomme ich alle kurzfristig und frisch eingefroren von einem Kumpel. Ich blende euch hier mal den Link ein. www.köderfisch.de, also da könnt ihr euch jederzeit geile Köder organisieren, wenn ihr raus wollt. Und ich habe jetzt die Qual der Wahl, welcher dieser Ködervariationen hier seine Chance auf der Grundrute bekommt. Die Rotaugen sind schon relativ fett, aber ein großer Zander wird die auf jeden Fall nicht verschmähen. Die Stinte sind sehr klein, auch zum Anfüttern super geeignet und haben einen sehr, sehr starken Geruch. Mit den Sandaalen hier habe ich keine großen Erfahrungen, aber die sind schön schlank, haben eine schöne längliche Form und ich denke, so ein Zander riechen auch richtig extrem. Und ich denke, ein Zander würde ich doch auf jeden Fall mitnehmen. Wir müssen es ausprobieren, das ist immer so beim Deadbaiten. Und ich denke, auf die Grundrute wird jetzt mal hier so ein Sandaal drauf montiert. Ich werde den Sandaal aufziehen mit der Ködernadel, damit der Riderhaken direkt hier vorne am Kopf sitzt. Die meisten Raubfische fressen ihre Beute mit dem Kopf zuerst. Und aus dem Grund wird der Haken genau hier vorne hinter den Kiemen vom Sandaal eingesetzt. Ich hänge dazu das Vorfach in meine Ködernadel ein und gehe jetzt direkt hier hinterm Kopf mit der Ködernadel rein, schiebe die vorsichtig nach vorne und gehe an der anderen Seite des Sandaals wieder raus. Ziehe mein Vorfach jetzt durch den Fisch und setze den Riderhaken hier schön oben direkt am Kopf ein. Also ihr seht jetzt schon, ich habe zwei Anbissstellen oder besser gesagt zwei Stellen, wo der Haken greifen kann, wenn er genommen wird. Aber der untere Hakenschenkel, der kleinere Hakenschenkel, hilft mir auf jeden Fall auch den Köder schön zu halten. Und der obere Haken sollte doch dann zugreifen. Ist doch ein cooler Happen für so einen Winterräuber. Riecht extrem auf jeden Fall, diese Sandaale hier. Nur der Versuch macht klug. Für mich ist es auch der erste Versuch mit dieser Köderart. Jetzt hier am kleinen, geheimen Waldsee, den mir mein Kumpel empfohlen hat. Wer weiß.
Ich denke, ein Räuber sagt da nicht nein. Mein Vorfach wird jetzt mit meiner Grundmontage verbunden. Ich nutze da von Mr. Pike diese Wirbel, wo ich das Vorfach einfach aufdrehen kann. Also hier durch diesen gewobenen Draht am Wirbel wird es einfach aufgefädelt, rutscht hier unten rein. Das Blei läuft schön sauber und dann werft man die Grundrute jetzt mal ins Wasser und dann kommt die nächste Montage zum Einsatz. Ich werde nur ganz leicht Spannung auf die Montage bringen. Das Blei ist ja sehr, sehr leicht. Und werde mit offenem Rollenbügel angeln, damit der Räuber definitiv keinen Widerstand spürt. Und da kommen unsere Mr. Pike Dropback Bissanzeiger zum Einsatz. Die nutze ich auch beim Hechtangeln. Und die sollten doch auch beim Zanderangeln ihren Zweck erfüllen und mir die vorsichtigen Bisse der Räuber schnell zeigen. Ich montiere den Bissanzeiger einfach hier hinten an meinem Rutenhalter, direkt hinter der Rolle. Ich gehe jetzt nochmal schön auf Spannung zu meinem Köder. Hänge den Bissanzeiger ein und klappe die Rolle auf. Wenn jetzt ein Fisch den Köder aufnimmt, zieht er meinen Dropback-Bissanzeiger hoch und kann aber ungehindert Schnur von der offenen Rolle nehmen. Und wenn ich die Bewegung in meinem Bissanzeiger nicht gleich sehen sollte, sorge ich noch für ein akustisches Signal. So kriege ich auf jeden Fall über meine Ohren mit, wenn mir hier was passiert, oder über meine Augen. Meine zweite Montage, meine Schwimmermontage, ist jetzt auch einsatzbereit. Ich habe hier einen Laufschwimmer montiert, oben mit einem Knicklichteinsatz, wenn es heute Nacht später wird, damit ich den Schwimmer auch noch gut erkennen kann. Jetzt bleibt erstmal der rote Plastikpin hier drin und gleich, wenn es dunkel wird, kommt dann Knicklicht rein. Ich möchte meinen Köderfisch nicht über Grund präsentieren mit dem Schwimmer, sondern auch am Grund, am gestreckten Vorfach ablegen und möchte nur, dass diese beiden Bleikugeln hier auf Grund aufliegen. Der Schwimmer darüber als Bissanzeiger dient, wenn der Raubfisch loszieht. Und dafür loten wir jetzt hier erstmal, damit der Schwimmer perfekt eingestellt ist von der Tiefe. Ich habe jetzt erstmal circa 1,20 Meter eingestellt. Lasst ihn mal hier vorne rein ins Wasser. Und ihr seht, der Schwimmer stellt sich nicht auf. Ich ziehe jetzt meinen Schnurstopper ein ganzes Stück tiefer, denn ich will erreichen, dass diese beiden leichten Bleikugeln gerade so am Grund aufliegen und die Schnur kerzengerade zum Schwimmer aufsteigt, der so leicht im Wasser steht und mein Köderfisch aber perfekt am Grund präsentiert wird. Jetzt kommt er hoch. Perfekt. Genauso soll es sein. Die kleinen Bleikugeln direkt am Gewässergrund und der Mr. Pike Pencil direkt darüber, leicht unter Druck, damit er jeden vorsichtigen Zupfer
Also eigentlich die Köderaufnahme, wenn der Raubfisch unseren Fischfetzen oder Köderfisch am Grund nimmt, aufnimmt, sofort anzeigt. So, und hier werden wir jetzt einen richtig saftigen Rotaugenhappen anbieten. Und da verzichte ich auch nicht auf Stahl, denn wer weiß, was hier an diesem Gewässer möglich ist oder was sich hier versteckt hält. Ich vertraue beim Deadbait-Angeln auf diese Fertigvorfächer hier von Mr. Pike. Habe ich mega gute Erfahrungen mitgemacht. Geht rucki zucki. Ist jetzt ein Stahlvorfach. Aber ich denke, wenn ein Zander so einen richtig fetten Rotaugenhappen nimmt, juckt den dieses Soft Steel hier auch nicht. Also es ist ein ganz weiches Stahlvorfach. Und falls sich hier doch auch ein guter Hecht verbirgt, bin ich auf jeden Fall safe. Hier werden wir einen richtig schönen Happen uns raussuchen. Finny findet es auch mega spannend. Das ist für die Fische. Und ein guter Zander frisst auf jeden Fall Rotauge in dieser Größe. Ich setze jetzt zuerst den hinteren Einzelhaken, hier den Kleinhaken, in die Schwanzwurzel, damit es auch gut hält beim Werfen. Und den Drilling genau hier auf den Kopf vorne. Hinter die Kiemen. Der Köder liegt jetzt direkt auf Grund. Dann folgen die beiden Bleikugeln. Die bringen Spannung auf meinen Schwimmer. Und wenn es beißt, sehe ich es auf jeden Fall sofort. Also beim Schwimmerfischen kriegt man jede Bewegung, die der Köder macht unter Wasser, wenn er von einem Räuber aufgenommen wird, sofort mit. Ah, ist schon ein fetter Happen für einen Stachelritter. Aber wir wollen ja probieren, hier, wenn möglich, auch einen dicken Fisch zu fangen. Bissanzeiger brauchen wir jetzt hier nicht, den lasse ich aus. Hier müssen wir jetzt definitiv aufpassen. Irgendwas war hier eben zu Gange. Irgendwas macht sich an unserem Sandaal zu schaffen. Das ist Biss. Eben gerade die Schwimmermontage gesetzt und schon kommt hier Leben in den eigentlich gefrorenen Sandaal.
weg. Das ist ja spannend. Das ist verrückt, oder? Komplett leer. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ob das wirklich ein Zander war? Naja, schnell neu beködern und wieder raus. Unglaublich. Unglaublich. Naja, das kommt mir jetzt schon relativ spanisch vor. Also so ein schöner Biss. Wir probieren es jetzt nochmal. Ansonsten muss ich auf einen anderen Haken wechseln. Das ist wirklich komisch. Und die Rute lag jetzt keine halbe Stunde, ne? Das ist wirklich komisch. Sonst werde ich beim nächsten Sandaal jetzt zwei Haken einsetzen. Aber normalerweise bei doch so einem relativ schlanken Köder zwei Haken. Wer weiß, was ich hier für verrückte Räuber verstecken. Ja? Naja, Fehlbisse kommen vor. Gebt mal dem jetzt noch mal so eine Chance. Auf jeden Fall kam schon mal eine Aktion auf unseren Sandaal. Die Rute sitzt wieder auf dem gleichen Platz. Nächster Biss. Wieder auf den Sandaal. Jetzt hängt er. Mein Kumpel sollte recht behalten. Definitiv Zander. Diese Rückenflossen hier hat er, glaube ich, gesehen. Und der hier hatte den Sandaal zum Fressen gerne. Hängt relativ knapp, das ist gut. Schön zerkaut hat er. Und der hängt jetzt sicher. Guckt mal, wie schön er die Stacheln stellt. Das sind die Stacheln, definitiv die Stacheln, die mein Kumpel hier im Sommer gesehen hat. Der darf aber direkt zurück. Der muss noch ein bisschen wachsen. Bin mal gespannt, ob hier noch ein dicker Stachelritter kommt. Die Grundmontage hat auf jeden Fall einen Fehlbiss. Und jetzt hier den ersten Fisch gebracht. Der ist durch. Hier machen wir einen frischen drauf. Aber auf die Sandaale ist Verlass. Also für den ersten Test jetzt mit diesem Köder. Ein Fehlbiss, ein Zander am Band. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Definitiv kommt jetzt nochmal so ein Kollege hier auf Grund. Und rucki zucki wird es langsam dunkel und immer kälter.
Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal was anziehen und dann langsam die Heizung im Bulli anmachen. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Snack. Heute Abend wird noch richtig aufgekocht. Es gibt eine heiße Nudelsuppe, aber für zwischendurch Y-Food. Probiert es mal aus. In der Videobeschreibung findet ihr einen Rabattcode von mir für so Sessions beim Angeln. So einen leckeren, einfachen Snack dabei zu haben, zahlt sich immer aus. Besonders, wenn es mal schnell gehen muss, denn oftmals vergisst man vor lauter Montagen ausbringen das Essen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, wenn die Dunkelheit kommt. Jetzt wird es allerhöchste Zeit, meinen Schwimmer mit dem Knicklicht zu versehen. Stockdunkel, 17 Uhr, glaubt man kaum. Die Schwimmerroute bisher keine Aktion. Grundroute ist jetzt auch wieder ruhig. Gespannt. Zander sind auf jeden Fall da. Einen haben wir gefangen. Und das Rotauge hier wird hoffentlich den Dicken bringen. Auf den Sandaal. Werden langsam größer. Komplett weggesmackt den Sandaal. Also bisher muss ich sagen, 3 Aktionen auf die Grundroute, 2 Fische gefangen. Pose bisher noch Ruhe. Vielleicht passt auch der Sandaal besser ins Beutespektrum der Zander. Auf jeden Fall sind sie alle sehr knapp gehakt. Das hier ist doch schon mal ein geiler Zander. Schaut euch mal die Fangzähne vorne an. Zander Nummer 2 ist gelandet. Der Sandaal punktet momentan auf voller Linie. Ich denke, es hängt bestimmt auch mit der Köderform zusammen. Der Schwimmer dümpelt da immer noch vor sich rum. Wahrscheinlich, das Rotaugen ist schon ein relativ großer Happen. Und vielleicht sind hier in diesem See, in diesem Gewässer, die Fische eher auf kleinere, dezentere Köder spezialisiert und lassen das Rotauge deswegen erstmal liegen. Ja. Hauptsache, wir testen, was läuft. Sandaal kommt jetzt wieder raus. Ich fädel den jetzt wieder auf. Mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht kommt ja auch der
Urzander auf das Riesenrotauge. Ansonsten werden wir morgen bei Tageslicht definitiv umstellen. Kleinere Köder, kleinere Happen, mehr Fisch. Habt ihr das gesehen, wie eben die Pose auf Tauchstation ging? Unglaublich. Unglaublich. Also die Fische hier in dem See machen mich definitiv wahnsinnig. Habt ihr gesehen, wie die Pose runter, gelaufen, links, rechts, rüber? Wahnsinn. Eben habe ich gedacht, der ultimative Zander ist jetzt am Start, der ultimative Winterzander. Aber nada. Ich war eben etwas pessimistisch, was diese Ködergröße hier am See betrifft, weil halt zwei Fische jetzt auf die schlanken Sandale kam. Aber jetzt kam der erste Biss auf die Pose. Wir haben jetzt 19 Uhr. Der gibt mir auf jeden Fall nochmal eine Chance. Wieder raus damit. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's kalt, jetzt wird's Nacht. Jetzt kommen die Zander aus ihren Löchern. So, ich habe jetzt mal meine Funkern gemacht hier am Bulli, damit ich auf jeden Fall die Bisse an der Grundrute mitbekomme. Fini liegt schon da hinten in ihrem Schlafgemach. Das Knicklicht der Schwimmerrute sehe ich noch leicht auf dem See hier dümpeln. Wenn es dann aber ins Bettchen geht, werde ich die definitiv reinholen, weil den Biss werde ich definitiv aus dem Schlafsack raus nicht mitbekommen. Ein schönes Feuerchen haben wir uns angemacht. Erwärmt Geist und Gemüter jetzt hier im Winter. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit diesen verrückten Zandern hier. Vier Aktionen, zwei Fische, ein richtig guter Fehlbiss auf die Schwimmermontage mit dem dicken Rotauge. Schön durchs Wasser getanzt, aber hängt nicht. Aber definitiv hat mein Kumpel Recht behalten, einen richtigen Tipp gegeben. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Nacht ist leider ruhiger verlaufen, als ich vermutet habe. Unsere Grundrute mit dem Sandaal ist immer noch am Start, die ist immer noch drin. Die Schwimmerrute habe ich gestern Abend rausgeholt bzw. reingeholt, weil das hätte ich ja im Bulli nicht mitbekommen, wenn da einer gebissen hätte. Aber nichts mehr passiert. Ich werde jetzt ein bisschen umstellen. Also definitiv auf den Schwimmern kleineren Köder setzen. Die meisten Aktionen kamen ja auf den Sandaal, also auf einen relativ schlanken, zierlichen Köder. Das große Rotauge wurde einmal hier schön durch den See geschleppt, aber der Fisch hing nicht. War der gestern Abend dabei. Echt
komische Situation. Ja. Also hätte ich echt nicht damit gerechnet, dass dieser Fisch nicht hängt, nachdem der unseren Pinsel so richtig schön angelupft hat und losgezerrt. Aber siehst du mal, die Zander können auch launig sein, aber da will ich euch mal was ganz Spannendes zeigen. Woran ihr auf jeden Fall merkt, dass es sich um Zanderbisse gehandelt hat. Hier ist das Rotauge vom Schwimmer. Ich habe da jetzt schon angefangen, mir ein paar Fetzen runterzuschneiden. Und hier unten seht ihr ganz schön diese Reißzähne vom Zander, diese Hauer, die er vorne hat. Und diese Kerben hier unten im Rotauge sind definitiv von den Fangzähnen vom Zander, wie er es rumgetragen hat an der Schwimmermontage. Das hält jetzt als Fischfetzen her, da schneide ich mir ein paar Stücke runter und dann kommen die Ruten wieder neu ins Wasser. So, jetzt werden wir neue Köder montieren. Nachdem wir ja auf unseren großen Köderfisch, auf die fetten Rotaugen hier, nur einen Fehlbiss hatten am Schwimmer. Er hat ihn zwar schön mitgenommen, aber hat nicht gehangen, der Fisch. Die Reißzähne, die Fangzähne vom Zander hat man ja noch schön drauf erkennen können. Werde ich jetzt einen kleineren Köder montieren, auf die Grundrute mit den Sandaalen. Kam ja richtig gut Aktion. Und da sieht man auch schon, ich denke, das hängt ganz klar mit der Form der Köder zusammen. Vielleicht auch mit der natürlichen Beute, die die Zander hier im See vorfinden. Das ist natürlich hier so ein richtiger Happen. Ne? Ein guter Zander verschmäht ihn auf keinen Fall. Aber vielleicht eher in einem Gewässer, wo die Zander auch auf diese Ködergröße spezialisiert sind. Oder wo diese Ködergröße sehr häufig vorkommt, wie zum Beispiel in großen Seen oder in Flüssen. Hier hatten wir mehr Aktionen auf sehr schlanke Köder, sehr kleine Köder, stark riechende Köder, also diese Sandaale, haben einen viel strengeren Geruch als das Rotauge. Das Rotauge riecht relativ frisch und der Sandaal riecht schon sehr streng nach Fisch, vielleicht sogar, na, so stark wie ein Hering ist es nicht, aber hat schon einen starken Eigengeruch. Und das ist vielleicht auch das, worauf die Zander hier an diesem kleinen Gewässer stehen. Deswegen werden wir hier umtüdeln. Das Stahlvorfach mit dem Einzelhaken und Drilling habe ich abgemacht. Ich habe mir jetzt hier vorne ein Mono drauf gebunden mit einem 4-0er Einzelhaken, mit so einem Raubfischhaken. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Nichts Besonderes, kein großes Hexenwerk. Und da werden wir jetzt den Sandaal oder vielleicht sogar hier diese kleinen Stinte draufsetzen. Ja. Das ist vielleicht gar keine dumme Idee. Und ich hole euch mal einen raus. Die sind jetzt schon relativ weich geworden. Größenvergleich mal. Aber mit den Teilen hier, da habe ich ja auch noch genug in meiner Tüte drin, kann ich sogar ein bisschen anfüttern. Werfe ich jetzt einfach mal eine gute Portion, eine Hand. Ich will die Fische auch nicht übersättigen. Ich will ja den Räuber fangen, wenn er an den Platz kommt und anfängt zu sammeln. Werde ich hier ein paar anfüttern. Und der hier kommt auf den Schwimmer, ganz klein, unauffällig, dezent. Ein guter Snack, den nimmt eigentlich jeder Räuber mit. Ja, da soll es nicht dran scheitern. Und probieren wir das mal aus. Das ist eine gute Sache, genau. In der Grundrute haben wir ja weiterhin unsere Sandaale draußen und an die Posenrute kommen jetzt hier die kleinen Stinte. So, wenn die dann aufgetaut sind, die Jungs, werden die natürlich schon deutlich weicher. Ich werde die durch die Augen anködern, also auch im Kopfbereich, da halten sie am besten und reißen nicht aus. Gehe dazu gerade hier mit meinem Einzelhaken vorne durchs Auge. Zack. Und köder den so ganz einfach an. Der Zander wird vom Kopf vorne fressen. Das denke ich sollte funktionieren. Ein gefühlvoller, leichter Wurf. Ich muss ja nicht so weit raus. Und noch ein paar Fische oben drauf schmeißen. Das probieren wir jetzt aus. Thank you.
Der Schwimmer hat sich schön aufgestellt und sobald er jetzt anfängt zu tanzen, umzukippen oder abzuziehen, ist Fischalarm. Ganz, ganz spannende Fischerei mit so einem Schwimmer. Macht wirklich richtig Spaß. Ich mache so viel Grundangeln beim Welsangeln, beim Karpfenangeln oder auch beim Großhechtangeln. Da sieht man eigentlich überhaupt nichts an Köderbewegung, wenn da was passiert. Man hört immer erst das Signal des Bissanzeigers oder beim Welsangeln der Glocke. Und hier mit dem Schwimmer, es ist so spannend, das zu beobachten. Man ist da viel fokussierter. Ja? Man kann sich nicht so zurücklehnen und denken, oh, mal gucken, wenn es piepst, dann renne ich los. So kann man ein bisschen aufpassen, ein bisschen variieren. Spannend, richtig spannend. So, ich habe jetzt circa 10 Stück von den kleinen Stinten genau um den Schwimmer herum angefüttert. Bin mal gespannt, aber ich denke schon, wenn die Stachelritter hier auf so einen Teppich treffen mit so kleinen Happen, dass sie das komplett aufsammeln. Jetzt heißt es wieder warten. Die Fallen sind wieder scharf, alles ist ausgelegt, Spannung liegt in der Luft und das Warten beginnt jetzt. Wir müssen auf jeden Fall bei so einer Fischerei leise sein. Also wir können uns schon ganz normal unterhalten, aber es ist halt wichtig. Der Schwimmer liegt ja relativ ufernah und auch die Grundmontage. Daher ist es wichtig, dass wir nicht permanent, mein Bulli steht zum Beispiel jetzt hier am See, die Türen auf und zu reißen, ja, oder hier am Ufer lang trampeln. Denn diese Bodenerschütterungen gehen ins Wasser rein und das checken die Zander. Und der Zander ist da wirklich ein sehr, sehr penibler, sensibler Fisch. Ja. Der würde, glaube ich, dann sofort auf die andere Seeseite rüber schwimmen und sich irgendwo im Geäst verstecken. Aber das betrifft eigentlich alle Fischarten. Ich will jetzt nochmal die Zeit nutzen, um euch den Schwimmer vorzustellen, den ich hier nutze, den Mr. Pike Pencil. Das ist ein ganz schlanker Schwimmer, ein Laufschwimmer, den ich montiert habe. Ich hole den mal aus der Verpackung raus. Unten ein schöner Wirbel dran, wo auch stärkere Mono- oder Geflechtschnüre gut durchlaufen. Der Schwimmer wird dann auf eurer Montage mit einem Schnurstopper gebremst, wie ihr es hier auf der Skizze schön erkennen könnt. Und das Wichtige bei dem Schwimmer, ich biete meinen Köder ja nicht über Grund an, sondern direkt am Grund. Und hier seht ihr es, wie es draußen unter Wasser jetzt aussieht. Es ist wichtig, dass ihr euren Schwimmer, also die Tiefe bis zum Schnurstopper, der hier oben sitzt, so einstellt, dass euer Wirbel mit dem Blei direkt auf Grund aufliegt. Dann kommt euer Vorfach mit dem Köderfisch. Liegt alles am Grund, schön gestreckt, unauffällig. Und eure Schnur steigt dann direkt nach oben zum Schwimmer. Und knapp unter der Wasseroberfläche sitzt euer Schnurstopper. Und der Schwimmer bekommt dann diese Schräglage durch den Druck nach unten zu eurem Wirbel zum Blei hin. Und wenn jetzt ein Raubfisch den Köder aufnimmt, ist der Schnurdruck zum Schnurstopper natürlich weg. Dann würde sich euer Schwimmer aufs Wasser legen. Die erste Bisserkennung erfolgt also, wenn sich euer Schwimmer flach aufs Wasser legt. Und wenn der Räuber dann abzieht, wird er ihn entweder unter Wasser ziehen oder so leicht im Schlepptau hinterherführen. Und dann ist es Zeit zum Anschlag und im besten Fall habt ihr dann einen richtig starken Binderfisch am Band. Diese Fischerei ist natürlich nicht nur zum Zanderangeln ganz ideal. Ihr könnt damit auch perfekt auf Hecht angeln. Dafür ist ja eigentlich auch der Mr. Pike Hechtpencil gemacht. Alle Räuber, die am Grund Nahrung aufnehmen, vor allen Dingen jetzt zur kalten Jahreszeit, könnt ihr mit so einer Schwimmermontage ganz, ganz einfach und vor allen Dingen unauffällig überlisten. Denn der Raubfisch merkt nahezu gar nichts. Er hat ja nur das Ködergewicht im Maul, das leichte Blei hinten im Schlepptau und ansonsten den Schwimmer hier durch die schlanke Form, der hat so wenig Wasserwiderstand, das checkt der Räuber nicht. Sicherlich ist euch vorhin mein neuer Stuhl aufgefallen. Ihr achtet ja immer auf solche Sachen ganz genau. Ja. Ein ganz cooles Teil habe ich von der Firma Kempwerk zum Testen bekommen. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie schnell ich den hier aufgeklappt habe. Sehr leicht, sehr stabil. Ich glaube, bis 120, 130 Kilo kann man problemlos hier drauf Platz nehmen und eine schöne Sitzhöhe, um auch an einem Tisch oder ähnlichem zu sitzen. Ich bin ja ein bisschen größer und das ist ganz cool, wenn man ein bisschen höher sitzt, nicht immer so versinkt. Ja.
zeige euch mal, wie platzsparend dieses Ding ist. Und deswegen ist er auch für mich als Angler ultra interessant. Ich klappe den jetzt mal schnell zusammen für euch. Schaut euch das mal an, ja. Absoluter Wahnsinn, das Ding, ja. Und genauso schnell baut er dann auch wieder auf. Zieht ihn nach oben. Rückenlehne nach hinten, auseinanderklappen und schon könnt ihr sitzen. Und hier passt sogar noch eine Pulle rein, wenn ihr was zu trinken am Wasser dabei haben wollt. Oder euer Handy oder irgendwelche anderen Sachen. Ganz cooles Teil. Und weil ja jetzt gerade Weihnachten ist und Weihnachten man sich immer bei den Leuten bedankt, die einem wichtig sind, und ihr seid mir ganz wichtig, denn mein YouTube-Kanal hat sich super entwickelt, möchte ich euch zwei von diesen Campwerkstühlen hier schenken. Ich kann leider nicht jedem einen schenken, das übersteigt meine Mittel, aber zwei Stück bekommt ihr und ich werde die Teile hier verlosen, denn wie sonst soll ich diejenigen bestimmen, die einen bekommen. Wir machen Folgendes, schreibt doch einfach mal in die Kommentare unterm Video, warum ihr gerne so einen platzsparenden Stuhl, perfekt für Angler, Naturliebhaber, Jäger, Camper, für alle einfach, die irgendwo einen Stuhl ins Auto noch reinkrachen wollen und da keinen großen Platz verschwenden möchten, warum ihr so ein Teil unbedingt braucht. Schreibt mir eine coole Story, ich werte die dann zusammen mit der Firma Campwerk aus. Und die zwei besten Stories, die den besten Grund niederschreiben, warum sie so einen praktischen Campwerkstuhl haben möchten, die werden einen von mir bekommen. Und alle anderen, die sich vielleicht auch so einen Teil kaufen möchten oder mal näher ansehen möchten, findet ihr bei mir in der Videobeschreibung einen Link direkt zu Campwerk. Und dort könnt ihr euch mal dieses coole Platzwunder hier, diesen gemütlichen Stuhl, genauer ansehen. Eben hat er sich aufgelegt, mein Schwimmer, ist eigentlich ein Zeichen für einen Biss. Also, dass mein Köder auf jeden Fall nicht mehr am Grund liegt. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt läuft er los, jetzt läuft er los. Jetzt fängt er an zu tanzen mit der Schwimmer. Jetzt läuft er schön. Jetzt läuft er. Ich warte noch ein bisschen. Ganz, ganz vorsichtig. Aber irgendwas muss da sein. Irgendwas ist da Sache. Jetzt nimmt er wieder Fahrt auf. Ganz, ganz vorsichtig. Kommt er wieder hoch. Ganz, ganz spannend. Jetzt nimmt er. Jetzt geht er richtig ab. Gleich ist er weg. Gleich ist er weg. Das ist doch ein schöner Zetti. Der kann sich doch schon sehen lassen. Ganz grauer Fisch hier aus dem See. Und der Schwimmer, der hat es gerichtet. Steht jetzt 2-1. Zwei Fische auf die Grundmontage. Und der jetzt hier auf die Pose. Und das war richtig spannend. Also es hat ja richtig lang gedauert. Immer wieder die Pose angehoben, mitgezogen. Wahnsinn. Kommt jetzt gleich wieder raus. Vielleicht werden sie jetzt aktiv.
tagsüber irgendwie kam jetzt mehr Aktion, kann man so sagen, ne? Oder bei Tageslicht und in der Dämmerungszeit, als richtig bei Nacht. Jetzt zum Nachmittag wird es nochmal richtig schön hier. Zum Glück kam kein Regen und auch kein Schnee. Sonne kommt raus, wird richtig angenehm. Und vielleicht ist das jetzt auch nochmal eine Phase, wo die Zander aktiv werden. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen nachfüttern. Genau dort, wo der Fisch kam, hatten wir ja vorher eine Handvoll von diesen Stinten hier reingeschmissen. Und die Schwimmerroute mal ein bisschen umsetzen. Mal noch ein bisschen näher hier an diese Hecken und Büsche hier im Wasser ran. Das ist ja das Schöne an dem Schwimmerangeln. Man ist da flexibler. Was heißt flexibler? Aber man kann überall die Rute einsetzen, kann dann den Schwimmer auch von einem anderen Platz aus beobachten. Mit der Grundrute jetzt musst du die ganzen Bissanzeiger, die Banksticks rausziehen, alles umsetzen. Aber mit dem Schwimmer einfach hochholen und an einem neuen Ort mal wieder den Köder präsentieren. Beim Hechtangeln war das immer ganz gut, ganz erfolgreich. Alle halbe, dreiviertel Stunde immer mal wieder den Köderfisch an einen anderen Platz geschmissen. Und ich denke, beim Zanderangeln sollte das doch auch nicht die schlechteste Devise sein. So, ich suche mir jetzt wieder einen schönen Stint hier raus. Und dann schauen wir mal, ob es noch mal klappt. Mein Schwimmer ist weg, eben ist er auf Tauchstation gegangen. Na, wirklich größer werden sie leider nicht, aber die Frequenz ist gut. Schöner Zander, jetzt hier in der herrlichen Nachmittagssonne. Ja, der Schwimmer kommt jetzt richtig ins Laufen. Cool. Oder das Futter fängt jetzt an zu wirken, das kann auch sein. Denn an dem Spot haben wir jetzt schon zweimal abgeladen. Einmal heute früh nach dem Fisch auf Pose und dann nochmal heute Mittag. Vielleicht sind sie jetzt auf die Stinte am Grund aufmerksam geworden und in diese Ecke hier reingezogen. Ich habe mir jetzt noch mal Futter geholt und einen neuen Köder montiert. Diesmal einen halben Sandaal. Die Stinte sind leider, ich habe vergessen, sie zurück in die Kühlbox zu packen, richtig Matschepampe jetzt geworden, weil es heute Nachmittag so warm geworden ist. Und die Sandaale sind aber noch tippitoppi und die haben ja auch auf der Grundmontage schon Aktion gebracht. Und da werden wir den Sandaal jetzt auf den Futterteppich legen. Den Platz behalte ich bei, denn da wo ein Zander kommt, kommt oft auch noch ein zweiter. Und in dem Fall, wenn jetzt noch einer kommt, wäre es der dritte auf Schwimmer. So, wieder 6, 7 Stück. Genau, um den Schwimmer außen rum füttern. Da müsst ihr halt wirklich drauf achten, ne? Wenn er mit Deadbaits ans Wasser geht, dass er die immer wieder schön kühl haltet. Weil sonst, wenn die Fische aufgetaut sind, sind sie tippitoppi, frisch. Aber wenn sie lange dann in der Sonne liegen, oder was heißt in der Sonne, in wärmeren Temperaturen, deutlich über dem Gefrierpunkt, dann werden sie Matsche. Also auftauen, direkt an Haken mit Angeln und die, wo er nicht braucht, wieder zurück in die Kühlung. Aber die gehen noch zum Füttern, gehen sie allemal.
schon neigt sich auch dieser Tag hier wieder dem Ende. Ich habe die Schwimmerrute jetzt nochmal hier vorgeholt zu mir. Habe den gleichen Platz ungefähr angeschmissen, als probiert an dieser Hecke da ranzukommen. Aber ich will sie doch lieber, wenn es jetzt dunkel wird, hier vorne haben, dass ich schneller reagieren kann und nicht um den See hier rumrennen muss. Krach mache dabei vielleicht und die Zander vergräme. Bin mal gespannt, ob jetzt in der Dunkelheit noch was kommt. Komischerweise, die Grundruten, ist jetzt gar nichts mehr passiert. Die ganzen Bisse kamen jetzt bei Tageslicht auf Schwimmer. Mal schauen, aber das Blatt kann sich ja schnell wenden. Ich bin auf jeden Fall mega happy. 4 Fische, glaube 6 oder 7 Aktionen, also 3 Fehlbisse, 4 Fische gefangen, Zander. Das ist ja kein Stricken oder Stippen hier, ne? Also da ist auch nicht jeder Tag Fangtag, also deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt 24 Stunden sind wir jetzt hier. Gestern Nachmittag bin ich gekommen, jetzt wird es fast wieder dunkel, ja, also einen guten Tag Anglisch, dass das so gut geklappt hat. Und vielleicht kommt ja noch ein dicker. Es waren bis jetzt keine Riesenfische dabei, aber definitiv hat mein Kumpel recht gehabt und ein geschultes Auge. Mit den Stacheln, mit den Stachelrücken, die er hier an der Wasseroberfläche beobachten konnte. Also es war ein cooler Tipp. Definitiv gibt es hier Zander in dem See. Ja. Und bisher auch keine einzige Hechtaktion. Das wundert mich so ein bisschen. Man kriegt hier immer so ein bisschen Hechtaktion beim Deadbaiten. Ist ja eigentlich der häufigste Fisch, der bei uns vorkommt. Und der Raubfisch, der sich auch mit am leichtesten eigentlich überlisten lässt. Die Zander sind da ein bisschen gewitzter. Aber anscheinend bisher mit Hecht hier gar nichts. Nichts los gewesen. Knicklichter brauche ich heute Abend keinen neuen mehr drauf machen. Unsere Blackhead-Knicklichter, die leuchten locker 2, vielleicht sogar 3 Nächte. Im Sommer bei warmen Temperaturen auf jeden Fall. Jetzt im Winter muss ich es mal checken, aber 2 Nächte machen die locker mit. Dann lasse ich jetzt hier ein bisschen Ruhe einkehren. Auch die Grundruten lasse ich liegen, da mache ich keine große Kontrolle jetzt mehr. Denn vielleicht haben sie mich auch gecheckt, die Fische, ja. Mal schauen. Jetzt gibt es erstmal ein gutes Heißgetränk. Heute Abend soll es nochmal richtig anziehen, richtig kalt werden. Also das war echt ein schöner, warmer, sonniger Nachmittag. Wir hatten so 5, 6 Grad, in der Sonne wahrscheinlich sogar noch mehr. Sind ja gleich die Stinte aufgetaut und zur Matschepampe geworden. Aber heute Nacht wird es wieder richtig anziehen. Bin mal gespannt, wie es morgen wird. Klarer Himmel, das wird kalt. Aber im Pulli ist ja gemütlich, ne? Dem Hundele geht super, die pennt schön in meinem Schlafsack, aber schaut euch mal jetzt hier meine Fließjacke an, komplett alles gefroren. Heute Nacht ist es richtig kalt und ich glaube die Zander frieren auch, denn bisher hat man jetzt keine Aktion mehr. Schirm komplett gefroren. Köderfischbeck komplett gefroren und die Ruten glitzern richtig schön, wie das jetzt beim Deadbait-Angeln im Winter sein muss. Kescher komplett gefroren. Richtig schön kalt. Ich bleibe auf jeden Fall noch standhaft. Draußen sitzen. Hauptsache dem Hundele geht's gut. Der muss es warm haben. Und dann geht's für mich auch ab in den Bulli. Vielleicht kommt ja im Sonnenaufgang noch einer. Einen wunderschönen guten Morgen.
Das war eine richtig eisige Nacht. Alles gefroren hier draußen. Geht gerade die Sonne auf. Eiskalt war es, war richtig eiskalt. Und ich glaube, die Zander sind sogar hier im See eingefroren. Es kam keine einzige Aktion, kein einziger Piepser. Die Schwimmerruten habe ich ja dann, bevor ich in Bulli bin, wieder reingeholt. Aber die hatten keinen Bock. Boah, aber es war schön. Es war schön, jetzt draußen zu sein. Bei dieser Stimmung hier in der Kälte. Ist mal was ganz anderes als immer in der Wärme draußen unterwegs zu sein. Jetzt geht es für mich auch erstmal heim. Das Büro ruft, die Arbeit macht sich nicht von alleine. Und auf eine heiße Dusche, da freue ich mich auch. Es war auf jeden Fall eine mega spannende Fischerei. Ich werde definitiv nochmal hier wiederkommen. Und auch bei mir zu Hause, ich habe auch einen großen Baggersee zu Hause. Da werde ich es jetzt auch mal ganz gezielt auf Zander probieren. Denn es funktioniert. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, alles Gute für euch und viel Spaß am Wasser. Ciao, ciao, euer Stefan. Boah.